Und damit ein Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's, euer Plättivy, und begrüße euch zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Ja, meine lieben Freunde, ich hab's verkackt. Ich muss noch einmal aufhören, weil wir brauchen mal etwas von oben. Damit wir weiter. Guck mal, ach du Kacke. So. Wieder ins Spül ein bisschen eine finden. War wieder eine. Oh, Kacke. Konnidor auf, hä? Ach, Kacken. Konnidor auf, hä? Konnte ich auch nicht auf, hä? Oh, Mann. Bitte. Ach, nee. Kacke. Auf jeden Fall müssen wir wieder hoch zum Grab von Darmani. Ich brauche nämlich... Ach, verdammt. Ich brauche nämlich etwas von oben. Oder kommen wir mittlerweile irgendwie anders auf? Warte mal. Bitte mittlerweile Agorone. Wohin geht's da? Ah, na, das ist zum Big Hibernia. Dahin möchte ich jetzt nicht. Es gibt endlich einen Alternativweg auf zum Grab. Ich glaube, den hätte ich irgendwie freimachen müssen, oder? Kacken. Auf jeden Fall. Stup! Hol mal ein bisschen. So. Und zwar gibt es da normal einen Alternativweg. Stup! Da geht's aber nur zur Rennpiste, oder? Meine Güte. Aber vielleicht hat's neu geladen. Vielleicht jetzt dann. Oh, ein Herz. Aua. Au. So. Stup. Wer geht's jetzt? Schaut schon besser aus. Ja. Stup. Ja. Ja. Oh Gott. Stup. Jawohl. Aha. Denn wir brauchen etwas. Düpp, düpp, düpp. Wir brauchen etwas vom Grab und das gehen wir jetzt schnell holen. Stup. Wieder links. Jawohl. Jetzt nochmal rechts. Dann haben wir's. Stup, 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 stup. Und auf, hopp. Genau. Ah, na, die Abkürzung ist erst, wenn man wenn da wieder alles in Ordnung ist. Ach Gott. Gott sei Dank. Denn da gibt es etwas, was wir brauchen. Und zwar. Stopp! Quellwasser! Das brauchen wir. Steck weg. So. Und zwar müssen wir den Geronen unten im See auftauen. Und deswegen brauchen wir schnell dieses Wasser. Stup. Wir haben kein Damage. So, zack, 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 zack. Schnell zu die Masken. Die Bombenmaske mit die Hasenohren tauschen. Und let's go. Als Gerone war ich noch schneller, aber das ist gerade ein bisschen zu übertrieben fast für mich. Stup. Kommt wieder das Viech. Oh Gott. So, und zwar, wo ist der? Der ist da. Okay, jetzt X. Bitte habe ich es jetzt nicht verschwendet. Huch, wo bin ich? Ah, ist es schon zu spät? Ich muss mich beeilen.
Geh zur Seite, wir können später sprechen. Huch! Oh, du bist Amani, aber bist du denn nicht tot? Halluziniere ich etwa? Vielleicht ist das auch nur ein Trugbild vom Gipfel des Berges. Ich wurde zum Narren gehalten. Aber das ist unmöglich. Ich wende mich nicht ab. Nichts wird mich davon abhalten, den Pikibärner wieder in Ordnung zu bringen. Und meinen geliebten Sohn zu beschützen. Ich durchschaue die Illusion gleich. Bist du verschwunden? Egal wie lange du mir folgst, das wird dir nichts bringen. Ich muss gehen. Für das Dorf und für die Zukunft der Goronen. Opi. Ach nee. Wieder ein bisschen gehen lassen. Huh, da unten ist ja Kisten. Die müssen wir uns merken. Opi. Oh Gott. Ich hab, glaube ich, mein Wasser verschwendet. Was? Was für Nacht? Alter! Stoop! Egal. Stoop, 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 stoop. Ha! Denkste. So. Stoop, 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 stoop. Du bist Amani, wie kommt es, dass du noch am Leben bist? Ja. Yep. Dann öffne ich das Tor mit einem Kronenstampfer. Ja, ja. Stoop. Er hat uns gerade den Trick gezeigt, wie man da immer unten endet. Das Tor ist bereits offen. Ich werde es gleich wieder schließen. Bell dich. Okay. Stoop. Stoop. Ich glaube, du. Na, der. Ach, Kacke. Jetzt habe ich es verkackt. Nacht des ersten Tages. Es verbleiben 60 Stunden. Ah, ja. Natürlich. Warum, Papi, Papi, mir ist kein Papi. Adamani, wo ist mein Papi, wo ist mein Papi? Okay. Jetzt haben wir mit ihm geredet, bla bla bla. Stoop. Boah, für die Fisch. Kamot. Ja. Jetzt können wir wieder rausgehen. Ich wollte eigentlich nur schnell das mit dem Baby reden. Wehe, der ist jetzt eng vor. Dann hasse ich aber euch. Stoop, 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 stoop. Und wieder weg. Tschüss. Verdammt. Ah, Kacken, der ist wieder eingefroren. Oh, wieder auf, ey. Mann. Ihr wusstet, es war verschwindet. Wieder nach oben. Ah. Stoop. Schnell die Hasen auch noch auf, zack. Das war ein bisschen schneller Sand. Ja. Das heißt, wir müssen wieder nach oben. Oh ne. Mitfahrgelegenheit, Mitfahrgelegenheit. Verkackt. Stoop. Dupsi, 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 du. Und ruck. Ach, Kacken. Na, 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 bitte, 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 bitte. Ma, ich hasse es. Zieh mal die Hasen unlieber aus. So. ja. Link ist der Internet cold. Hand kurze Ärmel. Na! Oh! Huh! Schnell! Ja! Und nochmal! Ja!
So, zack. Stup, 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 stup. Jawohl. Braucht halt wieder Energie. Braucht halt wieder Mana. Aber es ist jetzt eh dann bis zum aktuellen Zeitpunkt das Letzte, was wir machen. Aktuell in der Story, weil dann geht's wieder ein bisschen in die Sidequests. Weil es müsste mit dem Tageszyklus noch zwei Sachen geben, die was ich machen kann. Also eine Sache geht easy. Weil nur das Liter Goronen und die vier Lecher. Spiele ich einfach das Liter Goronen und fertig ist die ganze Geschichte. Aber eine andere Sache, die müsste normal auch funktionieren. Aber dafür brauchen wir Rubine und deswegen muss ich dann sowieso wieder auf die Termina-Ebene. Heißes Quellwasser. Stup. Und zwar deswegen muss ich dann in die Termina-Ebene wieder, weil ich Rubine brauche. Und das. Und ein Herz, da holen wir uns. Holy shit, Link! Woo! Also, Link, Respekt. Stup. Wow, der ist tiefgefroren. Das ist ja wirklich ein uralter Grone. Ja, Taya, das stimmt. Stup? Ah. Angenehm, oder? Huch, wo bin ich? Bla, 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 bla. Oh ja. Was? Was? Mein Sohn weint, weil er mich vermisst? Woher weißt du das? Mein Sohn vermisst mich? Ulp, vergib mir, mein Kind. Dein Vater muss etwas erledigen. Damani, egal ob du ein Geist bist oder ein Hirngespinst, es kümmert mich nicht länger. Gott sei Dank. Wenn du Mitgefühl für meinen kleinen Sohn verspürst, dann wiege ihn sanft mit diesen Klängen in den Schlaf. Lausche den Klang meiner Trommel. Dieselbe Melodie wurde einst für dich gespielt, als du noch klein warst. Huch. Lass es mich nochmal spielen. Ah ja, etwas so. YX. Es hat keinen Sinn, ich kann mich nur an den Anfang erinnern. Bum, bum. LYX, LYX. Dum, dum, dum. Bam 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 bam. Du hast das Schlummerlied Intro erlernt. Es gleicht dem beruhigenden Gesang eines bedächtigten Vaters. Ich habe das Lied nicht vergessen, doch kann ich bei dieser Kälte nicht besser spielen. Auf jeden Fall zähle ich auf dich. Alles klar, Opi. Stup. Let's go, Damani. Stup, stup, stup. Link, Damani, Link. Link, der Damani. Stup, stup, stup. So, jetzt muss ich ja mal kurz schauen, wie das funktioniert. Also, stup. Wop. Bots. Diddly, diddly, diddly. Geilo. Ach, Gottchen. Kindchen, Klappe. Dum, 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 dum.
Dim. Du hast das Schlimmerlied Intro gespielt. Dieses Lied, mein Papi hat es immer für mich gespielt, bevor ich eingeschlafen bin. Ich singe den nächsten Teil. Ba, 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 ba. Endlich. Dab, 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 dab. Dum, 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 dum. Ironische Schummler-Malit. So eine schöne Sequenz. Oh. Wir kennen ein weiteres Lied. Das ist schon besser. Es ist so, als wäre Papa hier neben mir. Oh. Super gemacht, Link. Oh, kaputt. Gron in der Klemme. 1. Verdammt. Das Schlummerlied-Intro wurde zum chronischen Schlummerlied. Die Weise hüllt den Lauschenden in sanfte Stille, während seine Augenlider schwerer werden. What? Ah, fucking geil. So. Stoop. Jetzt brauche ich ein bisschen was. Warte mal. Ich habe keine Sticks. Verdammt. Das ist jetzt schlecht. Ah, das sind sie ja Sticks. Oh, Magie. Was noch ein Stick? Oh, Gott sei Dank. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja! Entschuldigung. Ja, geschafft. Okay. Stup. Jetzt müssen wir was Cooles machen. Ist endlich für eine coole Mission eigentlich. Aber die Mission, die was darauf folgt, ist nicht so cool. Aber egal. Ja. Ist halt brutal, was wir jetzt machen müssen. Wir müssen mal von da hinten. So, na. Link, nein. Genau. Und jetzt. Stoop! Yeah! Verkackt. Hallo! Ah, Stick hab ich doch noch. Perfekt. Ja, wiederholen. Es reicht, glaube ich, sogar, wenn man das schon da vorne schon macht, oder? Dum 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 dum. LOL! First try! Wie cool ist denn das? Wie cool ist denn das, bitte? Das war jetzt lucky. Stup, 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 stup. So, jetzt müssen wir einen längeren Weg gehen, leider. Stup, 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 stup. So. Wieder fünf Seiten. Eigentlich, was wir gerade machen, ist Hauptstory.
als Hauptstory, was wir gerade machen. Als nächstes kommt dann wieder, also nächste Folge kommt wieder ein bisschen Sidequesten. Erst recht, weil ich viele Rubine brauche. Oh Gott, das wird jetzt schlimm. Ach, lass mich in der Ruhe. Da taucht der nächste auf. Au. Wow. Dup, 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 dup. Au. Geil. Jetzt haben wir es fast. Bergsiedlung. Wir haben ein Felsenfilet. Was natürlich zu einem Goronen gehört. Und zwar zu dem, der da oben steht. Der möchte es haben. Oh, hier oben, verzeih, dass ich dich von hier oben aus belästige. Aber ich bin sehr hungrig und sitze hier fest. Stup, das ist es, ich glaube. Das muss ein Traum sein, das feinste Dodongo-Felsenfilet. Das ist mein Lieblingsgericht, gesegnet sei diese Mahlzeit. Oh, ich fühle mich wieder, ich fühle wie meine Lebensgeister zurückkehren. Ich komme herunter, warte einen Moment. Stup? Ey! Oh, ich habe mich gefragt, wer du wohl sein magst. Wenn das nicht Damani ist, du bist am Leben? So muss es wohl sein, deshalb wusstest du auch, was ich am liebsten esse. Oh, fast hätte ich es vergessen, nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Du hast Dongirus Maske erhalten, ein Abbild von Dongiru, dem Leiter des Froschchors. Diese Maske sieht so echt aus, dass dich damit jeder sofort einen Froschchor dirigieren lassen würde. Goron in der Klemme. 4 und... Badeng! Abgeschlossen. Ich hoffe, der Frühling kehrt bald wieder, damit meine Ohren von der Darbietung der Frösche verwöhnt werden. Aber ich kann hoffen, was ich will. Es ist noch immer kalt. Ich kehre ins Dorf zurück. Tschüss. Nun gut, Leute. Ich werde kurz abspeichern, dass der Spülstand nicht verloren geht. Oh, Magie. Bomben. Oh, Rubine. Ah, na, es war Pfeil. Kacke. Rubine? Eine Fee. Die Fee probiere ich. Jawohl, Hobby. Ja, nice. Du hast eine Fee gefangen. Diese kleine Helferin stellt deine gesamte Energie wieder her. Wenn du dein letztes Herz einbüßt. Ja, ja. So. Das heißt. Einfach weg. Perfekt. Okay, dann einmal speichern. Jawohl. Nun gut, Leute. Aber dann würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sagen wir mal tschö mit euch, ciao mit V. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von The Legend of Zelda Majora's Mask wieder. Majora's Mask 3D wieder. Bis dann, euer PlayTV. Servus.